Welche Minifiguren aus der neuen Disney-Serie werden sich preislich am wertvollsten entwickeln? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute geht es um die Preise der neuen Lego-Minifiguren-Serie, und zwar der Disney 100-jähriges Jubiläum. Da werden sich auch wieder manche Figuren besser preislich entwickeln und andere nicht so gut. Gibt ja schon genügend Beispiele, und zwar hier einmal die Serie 1. Die solltet ihr übrigens preislich im Auge behalten. Also die Preise steigen im Moment aufgrund der neuen Serie natürlich stark an. Da gibt es wieder neue Sammler, die das Ganze dann interessiert, die jetzt bei der neuen Serie aufgesprungen sind und dann natürlich auch die Serie 1 haben möchten. Also bevor die Preise noch weiter steigen, schaut einfach mal, ob ihr die Serie noch irgendwie günstig bekommt. Das gleiche gilt auch hier für Serie 2, wer da noch Bedarf hat an Minifiguren. Also da sind auch schon Minifiguren sehr stark an Preis gestiegen. Tick, Trick und Track, die waren ja in einem Display nur zweimal enthalten, andere Figuren häufiger und sind dementsprechend teurer. Habe ich jetzt für dieses Video nochmal tagesaktuell bei Bricklink nachgeschaut und habe die günstigsten Preise so ab 10 € pro Minifigur habe ich das im deutschen Raum gefunden. Und hier als Überraschung, Jack sollte hier die wertvollste Minifigur sein. Schaut es einfach mal bei Bricklink nach. Also den habe ich hier bei ja, zweistelligen Beträgen, fast auch bei 20 € sogar, habe ich da manchmal Preise gesehen. Keine Ahnung, warum das erst so teuer ist, warum das da sogar teurer ist als hier Tick, Trick und Track. Also ja, erschließt sich mir nicht ganz, aber definitiv so könnt ihr gerne bei Bricklink nachschauen. Und deshalb ist es auch gut zu wissen, welche Minifiguren das Potenzial haben, hier von dieser neuen Minifiguren-Serie an Preis steig zuzulegen. 4 € pro Minifigur, nicht gerade wenig. Wenn man nicht gerade alle braucht, dann sollte man sich vielleicht die besten raussuchen, wenn man nicht genügend Geld hat oder auf sein Geld achten muss. Also wer natürlich genügend Geld hat, das ist immer der beste Fall. Das sage ich auch hier immer in meinen Videos. Der kann sich da alles kaufen. Wirklich eine richtig schöne Minifiguren-Serie. Das Unboxing habe ich euch ja schon gezeigt. Den Feel Guide, wie man das Ganze tastet, gibt es auch schon auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Und ja, bei anderen Minifiguren-Serien war es tatsächlich nicht schwierig, auf die Figuren mit den höchsten Preisen zu kommen. Also wenn man mal hier als Beispiel, da war es ja ganz klar im Vorfeld, habe ich ja das schon gesagt, dass diese Minifiguren sich preislich am besten entwickeln. Und das hat sich jetzt auch schon bestätigt. Bei Bricklink könnt ihr die Preise da nachschauen. Ich habe es auch mal nochmal tagesaktuell nachgeschaut. Hier die Falknerin ungefähr bei 8 € deutschsprachigen Raum. Und hier bei 7 €, der Ork tatsächlich nur bei 6 €, da habe ich das günstigste Angebot gefunden. Also, aber auf jeden Fall die drei Minifiguren. Und das war wirklich zu erwarten, weil ja, diese Minifiguren kann man einfach öfters gebrauchen und sind dementsprechend beliebter als andere Minifiguren. Dann noch ein Beispiel, auch bei den Muppets war es nicht schwierig, auf die Figur mit der besten und höchsten Preisentwicklung zu kommen. Da war es ganz klar Kermit der Frosch, weil es einfach der Hauptcharakter von den Muppets ist, zusammen mit Miss Piggy. Diese beiden Minifiguren entwickeln sich am besten im Preis, könnt ihr auch bei Bricklink nachschauen. Kermit ungefähr schon bei 7 €, Miss Piggy bei 5 bis 7 €. Also ja, das schwankt ein bisschen, aber ja, Kermit der Frosch auf jeden Fall die wertvollste Minifigur. Bei der neuen Lego Disney Serie ist es nicht ganz so leicht, denn eigentlich sind alles hier Hauptcharaktere bzw. interessante Nebencharaktere ihrer jeweiligen Disney-Filme. Und jetzt gehen wir die Figuren einfach mal zusammen durch. Ich lasse euch an meinen Gedanken teilhaben und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Figuren für euch die wertvollsten sein werden und warum natürlich. Also eure Gedanken sind da auch wichtig und ich werde euch jetzt an meinen Gedanken teilhaben lassen. Jetzt geht's los mit der Preisentwicklung dieser Minifiguren. Wir gehen sie einfach der Reihe nach durch und wir fangen an mit Oswald, der Nummer 1. Ich denke nicht, dass diese Minifigur, obwohl es, also ich kann schon mal sagen, alle Minifiguren sind wirklich richtig schön. Eine komplette Serie würde ich mir auf jeden Fall holen. Ich habe eine komplette Serie und würde es auch jedem empfehlen, weil da ist die komplette Serie wichtig. Bei der Serie 24, da sind es vielleicht nur einzelne Figuren. Also die ganze Serie ist vielleicht nicht unbedingt für Sammler oder für jeden Sammler interessant. Und bei den Disney-Figuren, da könnte wirklich jede Minifigur interessant sein, weil es ja, wie gesagt, überall Hauptcharaktere sind. Also, dass die Figuren gut aussehen, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Dass die Figur jetzt besonders wertvoll wird, denke ich mal nicht, weil es einfach ja nicht so eine bekannte Minifigur ist und deshalb ja auch nicht so wirklich spektakulär. Also, wir können es jetzt den Torso und die Beine als auch den, ja, den Kopf könnte man es nicht für andere Minifiguren irgendwie sinnvoll verwenden. Da wird mir jetzt auf Anhieb nicht wirklich was einfallen. Und deshalb denke ich nicht, dass die zu den Favoriten für den höchsten Preis dieser Serie gehört.
Eine sehr interessante Minifigur ist für mich Pinocchio, und zwar wegen seiner Nase. Diese Nase gibt es noch nicht bei Minifiguren. Also es gibt natürlich Minifiguren mit Nasen. Da nehme ich mal als Beispiel, Robin Hood hat natürlich eine Nase, aber eine menschliche Minifigur mit Nase gibt es tatsächlich noch nicht. Bei Lord Voldemort von Harry Potter, da wurde die Nase angedeutet, aber sonst haben Lego-Minifiguren keine Nasen mit dabei. Und deshalb ist für mich dieses Teil hier wirklich sehr interessant, um Minifiguren zu bauen, vielleicht auch irgendwelche anderen Charaktere darzustellen. Hab da auch schon interessante Videos hier bei YouTube gesehen, dass man mit diesem Kopf hier alles anstellen kann. Könnt ihr vielleicht auch noch Videos anschauen. Deshalb für mich einer der Favoriten für die wertvollste Minifigur. Und ja, weil es auch ein wirklich sehr schöner Charakter ist. Ein Charakter, den viele Leute mögen, den Film vielleicht schon viele Leute geschaut haben und deshalb wirklich für mich ein Favorit. Der bleibt hier einmal ganz kurz stehen. Dann geht es weiter mit der Nummer 3 aus dem gleichen Film, Pinocchio, die Grille. Und da denke ich nicht, dass die groß an Wert steigen wird. Also für eine komplette Serie natürlich wichtig, dass man die Figur jetzt öfters gebrauchen könnte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einzig hier der Zylinder finde ich ein interessantes Zusatzteil noch dazu. Und ansonsten gibt es eigentlich alle Teile davon, die Beine unbeweglich. Und ich denke mal nicht, dass die zu den wertvollen Minifiguren aus dieser Serie zählen wird. Weiter geht's mit Mickey Mouse. Mickey Mouse ist immer ein Anwärter für eine wertvolle Minifigur. Da gibt es wahnsinnig viele Fans davon. Es gibt sehr viele Minifiguren von Mickey Mouse bis jetzt bei Lego. Also da gibt es auch schon Sammler, die speziell Mickey Mouse Figuren sammeln. Und da gehört natürlich hier diese Minifigur absolut dazu. Richtig schöne Minifigur, sehr schöne Details mit dazu. Und weil Mickey Mouse wirklich ein sehr beliebter Charakter ist, wird diese Minifigur wahrscheinlich auch preislich gesehen eine der teureren Figuren aus dieser Serie werden, weil es einfach der absolute Hauptcharakter von Disney ist. Ich glaube, der erste Zeichentrick von Disney war sogar Mickey Mouse, bin ich mir nicht ganz sicher, aber einer der ersten und einer der ersten Hauptcharaktere war Mickey und deshalb ist Mickey immer interessant für hohe Preise. Weiter geht's mit dem Film Küss den Frosch. Also ich glaube, so heißt er. Finde ich auch jetzt wieder nicht interessant. Kennen vielleicht die wenigsten von euch. Und ja, dieser Charakter hat mir jetzt auch nichts gesagt. Habe auch tatsächlich wieder den Namen vergessen, weil es mir tatsächlich nicht wichtig war, mir diesen zu merken. Die Minifigur als solches wirklich sehr schön, aber der Charakter denke ich nicht, dass man ihn wirklich oft gebrauchen kann. Das Teil hier dazu, also Beine finde ich natürlich interessanter als so ein Kleid. Teil und der Oberkörper, denke ich auch nicht, dass der zu vielen Minifiguren irgendwie gut passen könnte als Kombinationsmöglichkeit. Ähnlich verhält es sich auch hier bei dieser Minifigur. Da finde ich einzig und allein hier das Hutteil interessant mit dem Piratenhut drauf. Also das könnte ich mir wirklich bei sehr vielen Piraten-Minifiguren, könnte ich mir diesen Hut dazu vorstellen. Vielleicht auch noch den Oberkörper mit dazu. Ja, also bei Piraten in irgendeiner Piratenwelt könnte ich mir diese Minifigur noch vorstellen. Ansonsten denke ich auch nicht, dass man sie wirklich oft gebrauchen kann. Also das sind jetzt nicht die wirklichen Spezialteile mit dabei. Auch der Torso wird mir jetzt nichts anderes einfallen, außer wirklich Piraten, wo das dazu passt. Und ja, je mehr Möglichkeiten es für einen Torso gibt, je mehr Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten es für Hüte und für sonstige Accessoires gibt, desto mehr oder desto besser steigt natürlich eine Minifigur auch an Preis. Mit Alice im Wunderland geht es weiter und zwar die Herzkönigin. Auch da denke ich nicht, dass man sie wirklich oft gebrauchen kann, beziehungsweise dass sie gut an Preis steigt. Die Teile gefallen mir jetzt tatsächlich ja, nicht so wirklich gut. Gibt wenig Kombinationsmöglichkeiten. Ich könnte es mir jetzt in irgendeinem Ballsaal, in irgendeiner Ritterwelt, könnte ich mir sie als ja, mit anderem Kopf natürlich noch dazu vorstellen, dass sie da irgendwie in einem Ballsaal rumtanzt und so weiter. Aber ja, ansonsten gibt es, denke ich mal, auch da sehr wenig Kombinationsmöglichkeiten, wie man sie mit anderen Minifiguren sinnvoll kombinieren könnte. Dann geht es weiter mit Prinzessin Aurora. Auch hier finde ich diese Minifigur als solches zwar sehr schön gelungen, aber auch wirklich ja, uninteressant. Hat hier sehr schöne Bedruckungen mit dabei. Alles gut und schön. Aber ja, solche Prinzessinnenfiguren gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene. Für die Minifiguren-Serie natürlich interessant, weil es die Figur natürlich jetzt bis jetzt nur in dieser Sammelserie gab. Aber die Figur als solches finde ich da nicht so wirklich spektakulär und interessant. Da finde ich tatsächlich noch hier diesen Vogel interessant, diesen Uhu oder Eule.
Ja, sehr schöne Details mit dabei und den könnte ich mir wirklich wieder vorstellen. Also, dass das hier das wertvollste Teil an dieser Minifigur natürlich gibt und den könnte ich mir natürlich in allen Landschaften, in jeder Lego City Stadt, dass er irgendwo auf einem Baum sitzt, da vorstellen. Zur Verschönerung einer jeden Stadt natürlich geeignet und als kleines Detail. Ja, ansonsten finde ich die Figur nicht wertvoll, beziehungsweise denke ich mal nicht, dass die groß am Preis steigen wird. Also abzuwarten wird es, ob es hier noch irgendwelche Nachbildungen gibt von diesem Vogel. Und ja, da muss man einfach noch schauen. Und ich denke mal, dass das, wie gesagt, das wertvollste Teil an dieser Minifigur sein wird. Aber dass es da nicht so stark an Preis steigen wird, dass diese Minifigur sich lohnt oder dass es sich lohnt, dass man diese Minifigur sich öfters aus der Serie heraustastet. Mit Mulan geht es weiter. Auch hier wirklich sehr schöner Torso mit dabei. Den könnte ich mir ja natürlich in jeder asiatischen Welt vorstellen. Ansonsten natürlich das Schwert, aber ja, das gibt es im Doppelpack natürlich in einer Minifigurentüte mit drin, also einmal als Ersatzteil, aber kostet, glaube ich, wirklich nur ein paar Cent. Glaube 12 bis 18 Cent bekommt man schon ein solches Schwert. Also da ist es auch kein interessantes Zusatzteil mit dabei. Die Grille finde ich hier noch interessant mit dazu. Also schönes bedrucktes Teil mit dabei. Aber alles in allem, ja, nur in einer asiatischen Welt kann ich mir diesen Torso bzw. diese Minifigur mit anderem Kopf irgendwo vorstellen. Ihr könnt mir natürlich zu allem, was ich gesagt habe, könnt ihr mir noch andere Vorschläge bringen. Also falls euch da noch irgendwelche Ideen zu den Minifiguren einfallen, warum man sie öfters gebrauchen könnte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommentare sind ja gern erwünscht. Eure Ideen, ja, vervollständigen vielleicht das Video. Vielleicht habt ihr da noch andere, vielleicht auch noch bessere Ideen als ich, wo man diese einzelnen Minifiguren gut gebrauchen kann. Und ja, da wäre es dann auch hier für Mulan, wenn ihr da noch irgendwelche Ideen habt. Aber ich habe wirklich nur in einer asiatischen Welt die Idee, in einer Lego City Stadt, dass sie da in einem asiatischen Viertel oder was auch immer irgendwo rumläuft oder so. Also ja, mehr Ideen hätte ich dafür nicht. Und deshalb denke ich auch nicht, dass sie an Wert groß steigen wird. Dann kommen wir zu Ernesto de la Cruz und zwar aus dem Film Coco. Den finde ich tatsächlich richtig interessant, weil es für mich die Minifigur ist mit der schönsten Bedruckung. Also sie hat wirklich alles, was eine wertvolle, eine gute Minifigur ausmacht. Seitliche Armbedruckung, seitliche Beinbedruckung, vordere Beinbedruckung, die Füße sind mit bedruckt. Ja, der Hut ist mit bedruckt, sogar oben noch an die Bedruckung bedacht und an Details gedacht. Die Gitarre ist wahnsinnig, ja, absolut top bedruckt, also besser geht's eigentlich nicht für eine Minifigur. Die hat wirklich alles, was eine wirklich schöne Minifigur ausmacht. Für mich wirklich die schönste Minifigur aus dieser Serie. Die Gitarre kann man bestimmt für irgendwelche Mocs und so weiter gut gebrauchen. Der Oberkörper sieht für mich auch wirklich sehr interessant aus, dass man den noch irgendwie in einer Westernwelt oder sonst irgendwo noch verbauen könnte. Also aufgrund der Schönheit dieser Minifigur, aufgrund der schönen Details dieser Minifigur, denke ich mal, dass sie auch an Preis steigen wird. Also, wenn ich Lego nicht mögen würde, aber die Figur würde ich wirklich lieben, weil sie ist auch wirklich vom Kopf her wirklich sehr gut getroffen. Also, wenn ich da an den Film denke, ich habe ihn nur einmal gesehen, aber die Figur erinnert mich wirklich an den Bösewicht aus diesem Film und ja, deshalb für mich eine der Minifiguren, die ich mal in eine Favoritenrolle für den besten Preis aus dieser Minifigurenserie mit einrechnen würde. Dann geht es hier weiter mit Miguel, der Hauptfigur aus dem Film Coco. Auch diese Minifigur finde ich jetzt nicht unbedingt spektakulär. Also sie hat wirklich sehr schöne Zusatzteile mit dabei. Den Hund finde ich auch ja, nicht schlecht gelungen. Also auf jeden Fall sehr gut getroffen. Aber es gibt schon Gitarren, es gibt schon schönere Hunde und es gibt auch hier solche Kinder-Minifiguren. Und ja, da ist es einfach eine sehr schöne Minifigur, aber wie ich finde, nichts Spezielles. Nichts außergewöhnlich Gutes, das jetzt wirklich unbedingt an Wert steigen wird. Also ja, ich kann mich natürlich auch bei jeder Minifigur täuschen, aber ich denke mal, dass ich da richtig liegen werde, dass diese Minifigur nicht den groß oder die große Wertsteigerung hat, die man vielleicht denkt. Weiter geht's mit Pocahontas. Auch hier kann ich mir natürlich nur in einer Indianerwelt vorstellen, auch wieder den Kopf anders machen. Dann ist es eine sehr schöne Indianer-Minifigur und ja, kann man bestimmt noch sehr schön umbauen.
Andere Kombinationsmöglichkeiten fallen mir auch hier bei dieser Minifigur nicht ein. Sind es hier keine wirklichen Spezialteile, außer hier dieser kleine Kompass mit dabei. Die Blätter gibt es hier überall. Das Haarteil ist, glaube ich, neu, aber ja auch nicht so speziell, dass man die Figur jetzt unbedingt mehrfach brauchen würde. Und auch aus diesem Grund würde ich sagen, dass auch Pocahontas nicht unbedingt an Preis groß steigen wird. Also 4 Euro bekommt man immer für die Minifiguren. Das ist, denke mal, wirklich sicher, weil die Figuren absolut beliebt sind und weil die Figuren natürlich auch ja, an Sammlerwert steigen. Die ganze Serie ist natürlich interessant, aber als einzelne Minifigur finde ich es jetzt nicht wirklich interessant. Also zu allen Minifiguren werde ich am Ende noch mal ganz kurz zusammenfassen. Da ist natürlich hier die Serie als solches interessant und es gibt natürlich, darum mache ich das Video, einzelne Minifiguren, die aus dieser Serie herausstechen. Dann geht es weiter mit Cruella de Vil, die Bösewichtin aus dem Film 101 Dalmatiner. Und auch bei dieser Minifigur gehe ich davon aus, dass hier der kleine Dalmatiner das wertvollste Teil an dieser Minifigur sein wird. Und auch vielleicht der Grund, warum das diese Minifigur bei Leuten beliebt sein wird. Also nicht aufgrund dieser Minifigur, natürlich wegen dem Zusatzteil, weil so einen schönen Hund, also mit der schönen Bedruckung, habe ich bei Lego selten bzw. auch noch nie gesehen. Das kann wirklich sein, dass den viele Leute haben möchten und dann natürlich auch diese Minifigur dazu brauchen. Also ist nicht unbedingt ein Favorit von mir, dass diese Minifigur unbedingt an Wert steigen wird, aber ja, aufgrund von diesem kleinen Hund könnte es wirklich sein, dass sie da an Wert nochmal stark zulegen wird. Dann kommen wir zu Robin Hood, für mich eine der besten Figuren aus dieser Minifigurenserie, weil sie mir natürlich auch persönlich optisch sehr gut gefällt. Eine sehr gute, eine sehr positive Minifigur und deshalb denke ich auch, dass diese Minifigur am Preis steigen wird. Also in jeder Ritterwelt werden wir sie spaßeshalber irgendwo rumlaufen sehen. In jedem Rittermock wird sie mit angebracht, vielleicht auch mehrere Figuren davon. In jeder Fantasy-Welt wird dieser Robin Hood mit dabei sein und ja, deshalb wird er, denke ich mal, auch am Preis steigen. Sind auch wirklich sehr schöne Zusatzteile mit dabei. Also ein extra Schwanz mit dabei. Zwei extra Federn waren bei mir mit dabei. Und deshalb für mich hat er wirklich eine Favoritenrolle hier in dieser Minifigurenserie. Vielleicht nicht auf die wertvollste Minifigur, aber auf eine davon. Das gleiche gilt für Prinz John, der Bösewicht von Robin Hood. Wirklich eine sehr schöne Minifigur, gefällt mir mit am besten aus dieser Serie. Da gefällt mir besonders gut der Torso, den kann ich mir auch wieder in jeder Ritterwelt als Kombinationsmöglichkeit mit anderen Minifiguren vorstellen. Auch hier das Umhangteil, wirklich ein sehr gefragtes Teil, um ja Minifiguren zu verschönern. Deshalb denke ich mir auch, ja, dass diese Minifigur dann nochmal gut am Preis zulegen wird. In jedem Rittermock wird er irgendwie zum Spaß irgendwo herumstehen, vielleicht auch dann in einer Fantasy-Welt oder sonst irgendwo wegen der Krone, vielleicht nicht so wirklich, aber ja, trotzdem eine sehr schöne Minifigur. Gönne ich mir jetzt auch noch andere Kombinationsmöglichkeiten, also zum Beispiel Hugh Hefner von der Playboy-Mansion mit seinen Playboy-Bunnies als ja, auf der Oberkörper auf jeden Fall davon und ja, da wird es vielleicht auch noch andere Kombinationsmöglichkeiten geben. Hat auch hier nochmal schöne seitliche Armbedruckung mit dabei, eine sehr stimmige. Eine sehr schöne Minifigur und natürlich zugehörig zur Ritterwelt. Ritter-Sets werden von Lego nicht mehr wirklich produziert und deshalb sind auch wirklich hier solche Ritter-Torso gefragt an Minifiguren teilen. Und ja, deshalb denke ich mal auch, dass diese Minifigur mit zu den teuersten zählen wird. Weiter geht's mit Stitch. Auch diese Minifigur finde ich sehr interessant und zwar wegen den Armen. Solche Arme gab es tatsächlich noch nie bei Lego Minifiguren. Ein absolut exklusives Teil und vielleicht auch tatsächlich nur hier bei dieser Minifigur. Also ich wüsste nicht, welche Minifigur noch solche Arme gebrauchen würde, beziehungsweise wo diese Arme dann nochmal vorkommen sollten. Und natürlich gibt es Kombinationsmöglichkeiten mit diesen Armen. Da kann man sich bestimmt was Nettes damit einfallen lassen. Gibt auch dann vielleicht irgendwelche, ja, Zusatzteile, die man dann auch sinnvoll verwenden kann, dass man diese Arme irgendwie in eine Minifigur noch sinnvoll integriert. Ich finde es auf jeden Fall wirklich sehr spannend aufgrund diesem exklusiven Teil, diesem exklusiven Oberkörper, diesen exklusiven Armen. Deshalb für mich wirklich eine Favoritenrolle dieser Minifigur aufgrund dieser speziellen Teile. Auch Baymax hat wirklich sehr spezielle Arme, aber ich finde es wirklich keine spezielle Minifigur. Also da finde ich Stitch wirklich sehr viel sympathischer, hat auch einen ansehnlichen Kopf mit dabei. Und diese Minifigur finde ich alles in allem sehr langweilig.
Bis auf die Arme, die finde ich tatsächlich sehr interessant, sind auch Arme, die bei einer Minifigur noch nie so vorgekommen sind. Es könnte sein, aufgrund dieser Arme, dass diese Minifigur steigen wird. Aber aufgrund ihrer Schlichtheit denke ich auch nicht, dass die Figur groß an Wert zulegen wird. Also wenn man da noch einmal Stitch daneben stellt, sieht doch sehr viel ansprechender aus als Baymax. Und ich finde auch hier den Film Baymax. Also kenne vielleicht auch die wenigsten Leute, auch für mich kein interessanter Film, kein interessanter Charakter. Und deshalb denke ich, trotz der exklusiven Teile, denke ich nicht, dass die Figur groß an Wert steigen wird. Und dann kommen wir zum Schluss zur bösen Königin. Die finde ich tatsächlich auch wieder interessant, aufgrund hier dieses Umhangs. Ein wirklich sehr schönes Teil, ein Wendeumhang mit dabei, finde ich tatsächlich interessant. Weiß tatsächlich nicht, ob es schon mal so einen Wendeumhang gab und bei welchen Minifiguren. Dieses Halskragenteil finde ich dazu noch interessant. Also die Kombinationsmöglichkeiten dieses Umhangs sind natürlich bei ziemlich vielen Figuren sind da gegeben. Also könnte ich mir jetzt auch Mickey Mouse da mit einem Umhang zum Beispiel vorstellen. Also kann man wirklich mit sehr vielen Minifiguren kombinieren. Dann die Krone als interessantes Zusatzteil mit dabei. Gab es auch zwei bei der Minifigur, also eins als Ersatzteil. Dann dieser Spiegel noch dabei als Ritterschild. Also ja, finde ich alles in allem wirklich eine sehr stimmige und sehr interessante Minifigur. Die Torso-Bedruckung natürlich genial und für mich gehört sie auch aufgrund ihrer sehr schönen Zusatzteile zu den Favoriten dieser Minifiguren-Serie. So, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also das sind für mich die wertvollsten Minifiguren dieser Serie. Ich mache es mal hier nochmal ganz kurz zur Seite. Diese Minifiguren, denke ich mal, dass sie am Preis zulegen werden aufgrund der genannten Gründe im Video. Und ja, wirklich die interessanten Zusatzteile, der Hund noch mit dabei, die Ritterzugehörigkeit, die doppelten Arme hier von Stitch mit dabei. Also die gehören auf jeden Fall zu meinem engeren Favoritenkreis. Und das hier, diese vier Minifiguren, sind tatsächlich meine Favoriten. Hier Ernesto de la Cruz, die wirklich schönste Minifigur, die ich jemals bei einer Minifiguren-Serie gesehen habe, aufgrund der vielen Details mit dabei. Also da stimmt wirklich jedes einzelne Detail. Wirklich coole Minifigur, wirklich sehr schön. Und da denke ich mal, dass da wirklich Sammler dafür gibt. Wenn es auch wirklich keine sympathische Minifigur aus dem Film ist, aber trotzdem wirklich so schön gestaltet, die Gitarre und also ein absoluter Traum. Was noch ein absoluter Traum ist, ist hier diese Minifigur aufgrund der Nase. Ich finde es wirklich ein so schönes Detail einer Minifigur. Mit dabei passt natürlich zu Pinocchio. Pinocchio wirklich für viele, denke ich mal, auch eine schöne Kindheitserinnerung. Sehr schöner Film mit dabei, sympathischer Charakter. Genauso wie Mickey Mouse. Also Mickey Mouse, habe ich ja schon im Video gesagt, geht wirklich immer. Die Mickey Mäuse gibt es ja wirklich mittlerweile ziemlich viele davon. Da gibt es auch Sammler dafür. Und da darf natürlich hier so ein Zauberer nicht fehlen. Und natürlich darf auch Robin Hood nicht fehlen. Auch wieder ein sehr sympathischer Minifigurencharakter. Nimm es von den Reichen und gib es den Armen. Also ja, der hat wirklich alles, was eine gute Minifigur, was eine gute, sympathische Minifigur ausmacht. Also die guten Minifiguren sind normalerweise auch die gefragteren Minifiguren, weil sie einfach ja, einen positiven Charakter haben, die bösen Minifiguren. Da verbindet man ja wirklich eher negative Gedanken damit und ja, bei den guten Minifiguren eher die positiven Gedanken. Und deshalb Robin Hood darf eigentlich hier in keiner Sammlung hier fehlen, weil es wirklich eine sehr sympathische, eine gute Minifigur ist. Und ja, deshalb gehört er hier zu meinen Favoriten. Und ja, jetzt könnt ihr noch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Favoriten aus der Minifiguren-Serie sind und warum. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch dazu. Und ja, ergänzt vielleicht auch dieses Video sinnvoll. Vielleicht habt ihr noch Ideen, welche Minifiguren bzw. Torso, Beine, Kopf und so weiter, wie man da noch andere Minifiguren gestalten könnte, welche Minifigur man vielleicht öfters braucht als andere und welche Minifigur dann dementsprechend an Preis am meisten zulegen wird. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich sage dann für dieses Video vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!